Ja, hi Zielführer und Zuschauer, restliche Abonnenten, Zuschauer, zufällige Zuschauer. Ja, ich habe mich entschlossen, ein Antwortvideo zu machen, weil ich tippe nicht so gerne. Ich habe auch diesmal für ein bisschen mehr Licht gesorgt, obwohl mir das ja gar nicht so recht ist, weil ich habe mir mal wieder die Haare geschnitten. Sonst habe ich sie ja immer lang. Ja. Es ging um die radioaktive Wolke, die angeblich aus der Ukraine in den Westen gezogen ist. Du hast versucht, auf mein Video zu kommentieren. Mehrmals, aber du sagtest, dass der Kommentar nicht ankam, dass YouTube den immer wieder gelöscht hat. Ja, das ist natürlich ärgerlich und auch blöd von YouTube. Ich habe mir dein, du hast dann dein, die Antwort auf deinen Kanal gepostet und ja, ich hab's mir durchgelesen eben nochmal. Ja, und übrigens abonniert den Zielführer. Das ist ein sehr weiser junger Mann aus dem Osten Deutschlands. Den Link pinne ich in den Kommentaren an. Ja, ich habe da gelesen, in den Kommentaren, den du auf deinen Kanal unter deinem letzten Video gepostet hast, also deine Antwort für mein Video, da waren ein paar Wörter dabei und das ist schon für YouTube ein Grund, den zu löschen. Also ich habe da gelesen, zum Beispiel Mark Mobil, also der steht ja, oh, das ist ja ein Staatsfeind sozusagen. Dann war da auch das Wort Telegram, das ist der Konkurrenz, das ist die Konkurrenz von YouTube. Das Telegram ist ein Dorn im Auge. Für YouTube. Das kann schon dazu führen, dass sie das unterdrücken, dass sie das gar nicht zulassen, diesen Kommentar. Ja, Moment mal, ich muss mal wieder ziehen. Ja, also du bist dann drauf eingegangen, in dem Kommentar, auf diese radioaktive Wolke und du sagtest, dass du den Mark Mobil auf Telegram verfolgst und der wäre momentan in Polen, der ist ja so ziemlich überall auf der Welt. Aber er wäre in Polen gewesen und hätte Messungen gemacht und er hätte Radioaktivität festgestellt, also eine erhöhte Strahlung. So. Na gut, da weiß man ja auch nicht, ob das jetzt stimmt. Man weiß ja eh heutzutage nicht mehr, was man glauben soll und was man nicht glauben soll, aber der Mark Mobil macht aber schon irgendwie einen ehrlichen Eindruck, so scheint ein guter Mensch zu sein. Ja, und du hast erwähnt, dass im Netz gibt es Daten über Strahlungswerte und da hätte man die Daten gelöscht von diesen Tagen, wo diese angebliche Wolke rübergezogen wäre. Und ja, das ist dann natürlich verdächtig. Und wie du geschrieben hast, das lässt zwei Rückschlüsse zu. Da hast du natürlich recht. Also entweder war da was und die haben die Daten dann, also die Messwerte, gelöscht. Oder da war halt eben nichts. Und das wollten die auch nicht, dass die Leute das erfahren, weil sie Angst machen wollen mit dieser radioaktiven Wolke. Aber ich bin mir da jetzt nicht schlüssig über das Tatmotiv. Also warum sollten die uns Angst machen? Aber das hat ja jetzt nichts zu sagen. Wenn man über die Intention von Tätern jetzt nicht schlüssig ist, dann muss er ja nicht scheißen, dass die unschuldig sind. Aber es wäre ja eigentlich würden sie sich ja selber schaden, weil diese Uranmunition stammt ja aus England und damit würden die sich ja selber Schwierigkeiten machen. Also wenn die Angst machen würden mit so einer radioaktiven Wolke, die durch Uranmunition hervorgerufen wurde.
Also das wäre ein bisschen unlogisch, aber man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Da steckt vielleicht noch viel mehr dahinter. Also man weiß es nicht. Ja. Und wie in meinem Video erwähnt, halte ich das für unwahrscheinlich, dass durch Uranmunition, also durch die Explosion eines Uranmunitionslagers, eine radioaktive Wolke entsteht. Weil, wie in meinem Video erwähnt, diese Projektile, die bestehen ja aus Uran, die sind uranhaltig und die sind knüppelhart, die verpulverisieren nicht. Also wenn da eine Explosion, also wenn so ein Lager in die Luft gejagt wird, die liegen dann halt einfach in der Gegend dann da auf dem Erdboden rum. Und außerdem sind diese Projektile, die sind ja auch noch ummantelt, damit die Soldaten ja auch nicht verstrahlt werden. Also ich denke mal, da ist so eine ein Bleifilm drumrum, um die Strahlung abzuhalten. Auch das, ich weiß jetzt nicht, auch das Schießpulver, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob man es heutzutage Schießpulver nennt, was sie da drin haben, aber das darf ja auch nicht verstrahlt werden. Darum muss ja das Projektil muss umhüllt sein in einer Schutzhülle, damit die Strahlung nicht durchkommt. So, also allein deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass durch diese Munition eine radioaktive Wolke entstehen kann überhaupt. Ja. Und dann hast du noch geschrieben, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, warum meine Videoqualität immer schlechter wird, wie mir das gelingt, auf 141p ein Video hochzuladen. Ja, und das war folgendermaßen: Ich wollte eigentlich das Video, so wie ich es aufgenommen habe, dann ist das glaube ich auf 480p oder so, wollte ich das hochladen. Aber dann habe ich gemerkt, das dauert ewig. Ich hatte keine Lust, 3, 4 Stunden ein Video hochzuladen. Da war wohl gerade auch eine schlechte Verbindung. Und dann habe ich auch noch zusätzlich gesehen, dass mein Datenvolumen ganz gering war. Ich glaube, ich hatte nur noch 300 Megabytes. Oh, und das hätte das vielleicht nicht mehr gepackt. Und darum habe ich es vorsichtshalber mal 100 auf 144p runter bearbeitet. Und das geht ganz einfach. Also ich habe VidTrim, das ist so eine App. Und da kann man einfach Videos bearbeiten auf eine geringere Bildqualität auf 144p. Ging auch relativ schnell, 1, 2 Minuten war das auf 144p. Ja. Und für mich spielt eine gute Bildqualität auch gar keine Rolle. Also ich gucke generell ja nur 144p Videos mir an, weil ich ja Datenvolumen sparen möchte. Ich habe 10 Megabytes, nee, ich habe 10 Gigabytes, nennt man das, glaube ich, für 15, nee, für fast 20 Euro. Das muss ich im Monat zweimal aufladen und so. Das geht schon ins Geld, darum gucke ich 144p. Und das stört mich in keinster Weise. Also für mich kommt es darauf an, was im Video gesagt wird. Es sei denn, ich gucke irgendwas so was Elektronisches, wo man Schaltpläne lesen muss. Und da muss ich ab und zu mal auf 360p hochgehen, sonst kann ich da nichts erkennen auf den Schaltplänen. Oder wenn irgendwas geschrieben wird. Aber das ist ganz selten. Aber ich gucke ja überwiegend auch fast nur so Schwurbelvideos, so von der Schwurbelszene. Und da wird ja auch nur gelabert und da könnte man theoretisch auch das Bild abstellen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was hast du noch geschrieben? Ja, du hast mich gelobt wegen meiner Einstellung zum Strom. Also, dass ich die Wasserkraft befürworte und ja, also da wundere ich mich,
Ja, auch warum man das nicht weiter ausbaut, die Wasserkraft. Man setzt so viel auf Windkraft, aber ich verstehe es nicht. Wir haben doch so viele, Deutschland hat so viel Mittelgebirge und da sind doch so unzählige kleine Bäche, Rinnsale und da steckt doch eine enorme Energie drin. Gerade dieser Höhenunterschied. Ein Berg, der nur 300 Meter hoch ist, da plätschert doch überall ein kleines Bächlein runter. Und da muss man ja auch nicht den kompletten Bach abzapfen. Das reicht ja nur, wenn man den nur ein Drittel abzapft, das Ganze in einen Schlauch verlegt, bis runter ins Tal. Da entstehen Drücke, extrem hohe Drücke. Das müsste doch eigentlich sich eher rentieren als so ein Windrad. Die Gegner von Wasserkraft, die argumentieren ja immer, dass die Wasserkraft verschandelt die Landschaft. Ja, aber das kommt darauf an, wie man das baut. Natürlich, wenn man eine Talsperre baut, so mit so einer riesenhohen Mauer, dann natürlich, das finde ich auch hässlich. Also ein Fluss muss schon schön fließen. Aber das muss man ja nicht so machen. Man kann von jedem kleinen Rinnsal, von jedem kleinen Bächlein kann man nur einen kleinen Teil abzweigen, der gar nicht auffällt. Und die Leitungen werden unterirdisch verlegt. Und unten im Tal, da laufen die Generatoren. So, jetzt müsste jeden Moment die Kamera wieder ausgehen. Die geht aus, so nach 10 Minuten ungefähr geht die immer von selber aus. Dann steht da Kamerafehler, aber bis jetzt läuft's noch. Naja. Vielleicht sollte ich auch mal ein Video machen über die Kanäle, die ich gucke, alle um die. Ist ja auch immer interessant, Kanäle zu empfehlen, was so die Leute gucken. Weil gerade so in der Schwurbelszene, da werden ja die Kanäle so unterdrückt. Da wäre es ist gerade Mund-zu-Mund-Propaganda ratsam. Ja, die Kamera geht nicht aus, aber ich habe jetzt, glaube ich, genug gesagt. Jo, dann mach's gut, Zielführer.